und willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt. Und als Gast haben wir heute die gute Sarah Fox. Du kannst dich ja gerne mal vorstellen. Ich bin Sarah Fox, ich bin 22 Jahre alt und ich mache so seit anderthalb Jahren jetzt YouTube-Videos, aber eher so auf Comedy-Basis. Ja. So. Also alles, was du machst, muss lustig sein. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, so das bin ich, lustig. Yay, darauf pusten wir erstmal ein. Oh, beziehungsweise ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ist hier los? Aber wir sind hier so ein bisschen verkleidet und haben so ein bisschen Luftschlangen und Luftballons, weil es geht heute um Karneval. Yay! Yeah, yeah. Erzähl doch mal, Diana. Ja, genau, Karneval ist quasi so ein bisschen eins meiner Lieblingsthemen, weil ich ja schon länger in Köln wohne und ich liebe Karneval. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Sie stellt Karneval über alles. Da muss ich frei haben, so, weil ich mag Karneval. Und ja, ihr könnt ja auf jeden Fall auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Karnevalsfans seid oder feiert ihr Fasching. Das heißt ja auch, genau, ich glaube, hauptsächlich nur in Köln heißt es Karneval und Umgebung und sonst ist es ja Fasching. Ja. Aber habt ihr schon mal Fasching oder Karneval gefeiert? Fasching war auf jeden Fall im Kindergarten und in der Grundschule, glaube ich, auch noch echt angesagt bei mir. Also das war immer mein Tag. So endlich verkleiden, so Mama, ich möchte das und das anziehen. Ja. Das war echt cool. So, aber sonst so. Wie hast du dich immer verkleidet? Ja, ich bin mal als Ballerina gegangen, weil ich habe auch mal Ballett getanzt früher als kleines Kind. Oh. Und dann, ja, das sah halt irgendwie süß aus. Ja, im Kindergarten war es bei uns auf jeden Fall auch so. Ich glaube, ich wurde einfach immer in so ein Prinzessinnenkostüm gesteckt. So, was willst du gehen? Als was willst du gehen? Ja, nein, du gehst als Prinzessin. Ja, so, wir nehmen das Kostüm von letzten Jahr noch, da passt noch rein. Was ist so das Schönste für dich am Karneval? Ich glaube, warum ich Karneval so gerne mag, ist einfach, weil ich ja nicht aus Köln komme, aber mir hat es total geholfen, mich so ein bisschen zu Hause zu fühlen, auch mit diesen ganzen Liedern und dann bist du dann mit deinen Nachbarn irgendwie auf einer Party und schunkelst da so mit allen und so. Und das fand ich immer total cool. Aber ich glaube, es ist was anderes, wenn man nicht aus Köln kommt oder aus Köln kommt. Ja. Also weil meine Freundin, die hat sogar an Karneval Geburtstag und die kommt aus Köln und die flüchtet dann immer. Echt? Also das ist so, also sie sagt, sie findet das auch cool und so, aber sie hatte das so ihr Leben lang und dann flüchtet sie immer. Ja, ich glaube, entweder flüchten oder... Oder also es ist entweder so ride or die. Entweder magst du das oder du magst es nicht. Ja. Als was würdest du dich verkleiden? Prinzessin, nein. Boah, das ist eine gute Frage. Diana kann ja einfach mal anfangen. Ja, was hast du denn so getragen? Genau, dann holen wir uns jetzt also die Inspiration daraus. Also zum Beispiel am 11.11. jetzt war ich so... Gangster-Rapperin aus den 90ern, würde ich sagen. Ich glaube, ich würde auch in die Schiene gehen. Wenn ich habe hier mein Handy. Ich mag das nicht so richtige Kostüme zu tragen, die man jetzt in so einem Kostümladen kauft, sondern ich suche mir dann lieber secondhand irgendwie was zusammen und bastel mir dann quasi selbst so ein Kostüm. Das finde ich halt immer ganz lustig. So sieht es dann auf der Straße aus. Das ist die Züppicher Straße, das ist halt alles. Also ich glaube, ich komme doch nicht. Das ist schon krass, ne? Aber ich finde, von oben sieht das krasser aus, als wenn du so mittendrin bist. Ich weiß nicht, ob mir das dann zu viel wäre. Weil dann so viele Menschen aufeinander, so wenn es nur eine Party ist, so mit deinen Freunden oder so, finde ich es, glaube ich, richtig cool. Also ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich es noch nie gemacht habe. Vielleicht müsste ich es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, ich würde auch so in die Richtung Gangster-Rapperin, also so ein bisschen was Cooles, sportlich natürlich so, weil ich kann das nicht, dieses komplette Verkleiden so, dass ich mir nicht treu bleibe. Also ich muss irgendwie so ein bisschen noch den Sarah-Touch haben. Also würde ich, glaube ich, auch so ein bisschen so was Gangstermäßiges irgendwie, keine Ahnung, Nicki Minaj. Richtig, so cool. Also ich finde, da gibt es echt die krassesten Sachen. Aber vielleicht habt ihr auch noch eine coole Kostümidee oder falls ihr Karneval schon mal gefeiert habt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, als was ihr euch verkleidet habt oder als was würdet ihr euch jetzt dieses Jahr verkleiden. Also bin ich mal gespannt. Es gibt ja auch immer so ein paar Trends, so Leute, die dann auch zum Beispiel... Donald Trump war auch ganz oft jetzt am 11.11. Kennt ihr so richtig coole Ideen für Pärchen oder so für Freundinnen? Bei mir ist gerade eingefallen, es gab mal irgendwie so eine Idee, dass der Mann irgendwie als Wolf geht und die Frau da das Rotkäppchen. Das finde ich auch richtig cool. Habt ihr da noch irgendwie andere Ideen? Ja, oder zum Beispiel, wenn der Mann als Frau verkleidet ist und die Frau als Mann. Ich glaube, das ist auch total lustig. Ja, cool. Das ist cool, und es geht halt mega einfach. Ne? Ja. Ich habe auch so... Ich habe Kostüme gesehen, da dachte ich auch, okay, das, was ihr sagt, ist echt cool. Aber da waren zum Beispiel Sachen wie, der Mann war jetzt ein Pizzastück und die Frau eine Colaflasche oder so. Könntest du dir jetzt vorstellen, nachdem jetzt Diana voll enthusiastisch darüber erzählt hat, das mitzumachen dieses Jahr? Also wenn sie mich einladen würde
und mich bequatschen würde bis zum geht nicht mehr, dann könnte ich, glaube ich, auch nicht Nein sagen. Also yeah. ich glaube, das muss man mal gemacht haben. Ich finde auch, das muss man unbedingt mal gemacht haben, damit man darüber reden kann. Ja. Also ich fand, das war eine richtig coole Folge. Karneval kommt definitiv zu kurz hier auf YouTube. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr generell Karneval oder Fasching feiert. Oder wenn ihr ein cooles Kostümfoto habt, dann taggt uns da auch gerne auf Instagram. Und danke, dass du heute da warst. Ihren Kanal findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und um kein weiteres Video mehr zu verpassen, gerne den Kanal hier abonnieren. Und es gibt auch eine neue Update-Funktion. Und zwar könnt ihr uns auf Facebook Messenger adden oder auch auf WhatsApp. Dazu gibt es alle Infos in der Infobox. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.